Am Samstag luden die Traskirchener Icefighters den Wiener Sportclub zum Freundschaftsspiel vor heimischer Kulisse. Und alles begann mit dem Bürgermeister Bulli. Bürgermeister Andreas Babler eröffnete das Spiel der Traiskirchen Icefighters gegen den Wiener Sportclub, gekonnt mit dem Ehrenbully. Ja, jetzt spielen unsere Icefighters zum ersten Mal gegen den Wiener Sportclub. Und wer mir ein bisschen folgt in den sozialen Medien, weiß ja, dass ich nicht nur beim Fußball Leidenschaft auch mit dem Wiener Sportclub teile. Und so freue ich mich, dass wir heute ein Freundschaftsspiel zusammengebracht haben. Sportclub hat auch schon Eishockey-Tradition. Und wird ein Freundschaftsmatch und wir werden nach dem Match aus Traiskirchen sehen, wo wir stehen. Und was erwartet sich Kapitän und Obmann Franz Pöllaritzer von dem heutigen Spiel? Schauen wir mal, dass wir mal gewinnen, würde ich sagen. Ich meine, jetzt haben wir eh schon, weil zwei Matches haben wir jetzt gehabt. Die haben wir gewonnen, zwei Matches haben wir jetzt so verloren. Jetzt war es wieder Zeit, wenn wir wieder gewinnen würden. Schauen wir mal. Was sagen Sie zum Gegner? Wie schätzen Sie ihn ein? Er ist mir vom Namen bekannt, aber spielerisch kann ich noch nicht sagen, das werden wir dann sehen beim Spiel. Was bedeutet es für Sie hier in Traiskirchen, ein eigenes Eishockey-Team auf die Beine gestellt haben zu können? Ja, es war ein bisschen eine Überraschung, muss ich sagen. Und der Franz Pöllaritzer ist irgendwann einmal gekommen und sagt, wir machen ein Eishockey-Team. Und was wir schon wissen ist, dass ja viele Städte und Gemeinden, aber in der Nachbarschaft die Eislaufplätze zugesperrt haben in den letzten Jahren am Eingesport, was ich eigentlich sehr schade finde. Wir sind einen anderen Weg gegangen, wir haben investiert, jetzt sind wir drinnen am Generalplan, wo wir Stück um Stück sanieren. Vor allem haben wir vor vielen Jahren die Überdachung gemacht und haben dann sozusagen fast eine halbe Halle eigentlich, die wettergeschützt ist. Dies ermöglicht natürlich auch in den Schulen und so weiter im Unterricht immer sicher zu kommen, haben eine wahnsinnige Frequenz. Corona hat uns natürlich alle zurückgehauen. Aber da war das eigentlich prädestiniert dafür, das auch für Eishockey fit zu machen. Und dann wird es sehr detailreich, weil dann geht es nämlich auch um die Eistemperatur, um die Härte vom Eis. Das ist ja ein bisschen unterscheidet zum Publikumslauf. Aber ich freue mich, da wir haben urviel Leute. Das ist aus den Freiwilligen Feuerwehren heraus entstanden, gemeinsam mit anderen Rettungsorganisationen und vielen. Und ist jetzt ein fixer Bestandteil geworden. Trotzdem Team, volle Garde. Was haben Sie sich für die Saison vorgenommen? Ja, wir haben uns eigentlich schon vorgenommen, dass wir ein jedes Match gewinnen. Aber ja, ist halt im Sport so, einmal gibt es einen Gewinner und einmal einen Verlierer. An diesem Abend sollten die Traiskirchen Icefighters dann wieder als Sieger vom Eis gehen. Mit 7:6 wurden die Gäste vom Wiener Sportclub knapp geschlagen.